Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Sterben ist nie würdelos. Aber die Umstände und die Versorgung, unter denen Menschen in unserem Land sterben oder schwer krank sind, oftmals leider schon. Und deshalb muss es in dieser Debatte meines Erachtens auch um die Lebensqualität im Sterben gehen, weil ich glaube, die Situation vieler Sterbender, die Menschen gesehen haben oder über die sie Berichte gelesen haben, ist Ausdruck dieses breit verankerten Wunsches, man solle doch da mehr zulassen. Im Kern der Debatte geht es um den gesetzlichen Auftrag oder den grundgesetzlichen Auftrag an den Gesetzgeber, Freiheit und Leben der Menschen zu schützen. Artikel 2 unseres Grundgesetzes konkretisiert die Würde des Menschen darin, dass sie das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit der Menschen, aber auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit schützt. Wir haben also die Aufgabe, einerseits dem Willen der Sterbenden Rechnung zu tragen und sein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit in den Mittelpunkt zu stellen. Und das große Problem, was wir haben, Rechtsrahmen und Rechtswirklichkeit klaffen in unserer Gesellschaft, in den Krankenzimmern, in den Hospizen und in den Menschen, die zu Hause leben, leider dramatisch auseinander. Die Rechtsordnung hat längst durch Urteile des Bundesgerichtshofs klargestellt, dass passive und indirekte Sterbehilfe erlaubt sind. Aber es ist nicht im Bewusstsein vieler Ärzte und Krankenhäuser, dass eigentlich jeder medizinische Eingriff eine Körperverletzung ist und sie nur durch die Einwilligung des Patienten gerechtfertigt wird. Auch am Krankenbett müssen Ärzte, Patienten und ihre gesetzlichen Vertreter befähigen, informierte Entscheidungen zu treffen und nicht einfach Apparate anzubieten, medizinische Prophylaxebehandlungen, die ein Patient seit Jahrzehnten mitbringt, einfach gedankenlos fortzusetzen, sondern sie müssen mit den Patienten darüber reden. Was nützt dir in dieser konkreten Situation für deine Lebensqualität und was ist lebensverlängernd und damit auch unter Umständen qualenverlängernd? Darüber findet oftmals kein reflektierter Prozess statt. Und die Patienten und ihre Angehörigen können keine informierte Entscheidung treffen. Und ich denke, über diesen Punkt würde ich auch gerne noch mal gesetzlich reden, ob uns da nicht etwas einfällt, das stärker in den Mittelpunkt des medizinischen Auftrags der Ärzte zu stellen. Weil da geht es tatsächlich um Schutz des Lebens und Schutz der Selbstbestimmung der Sterbenden. Meine Damen und Herren, die Palliativversorgung wurde hier in der Debatte immer wieder in den Vordergrund gestellt. Ich musste vor einigen Jahren in dieser Stadt die Erfahrung damit machen, wie es damit tatsächlich bestellt ist. Und ich muss sagen, wäre ich nicht so entscheidungserfahren, durchsetzungsstark und jung, wäre ich an dieser Aufgabe gescheitert. Es gibt selbst in einer Stadt wie in Berlin keine verlässliche ambulante palliative Versorgung. Es gibt Ansätze davon. Wir haben auch viel Geld dafür auf den Tisch gelegt. Aber auch das, was Sie hier vorgelegt haben, Herr Gröhe, gerade beim Thema ambulante Palliativversorgung, löst die Probleme nicht. Ältere Menschen, die ihren Lebenspartner oder ihren Ehegatten versorgen wollen zu Hause, weil er austherapiert ist und weil sie denken gemeinsam, es ist schöner, wenn wir gemeinsam die letzten Stunde in der gewohnten Umgebung verleben können, der kann nicht sich als Manager eines Versorgungssystems letztendlich bewähren und dem standhalten, dass er Apotheken, Pflegedienste, Ärzte und dann kommen noch nicht mal die Fachärzte, alles miteinander organisieren muss, damit sein Angehöriger, um den er sich eigentlich kümmern will,
hier anständig versorgt ist. Er kommt gar nicht mehr dazu, das Zwischenmenschliche, das Abschiednehmen in den Mittelpunkt zu stellen, weil wir das in unserer Versorgung nicht vorgesehen haben. Und ich finde, daran müssen wir was machen. Und das darf jetzt nicht eine Ausrede oder ein Debattenthema in dieser Debatte sein um das Strafrecht, sondern das müssen wir zuallererst anpacken. Und ich denke, das können wir auch über die Position hinweg in Angriff nehmen. Ich will noch ein letztes Wort sagen zu dem, was wir am Ende strafrechtlich womöglich diskutieren. Wobei ich finde, das Strafrecht muss nicht im Zentrum stehen. Ich denke, wir müssen schon darüber reden, ob wir wollen, dass die Beihilfe zum Suizid eine ganz normale Dienstleistung ist, die in der Gesellschaft angeboten werden kann. Ich will den Suizid und die Beihilfe zum Suizid grundsätzlich straflos lassen. Aber die organisierte und geschäftsmäßige Form verändert unsere Gesellschaft in einer Art und Weise, dass es dann am Ende des Lebens eben tatsächlich zwei Wege gibt. Den normalen, wo man den Tod eine Chance lässt, und dem anderen, wo man den Weg abkürzt. Und das macht Druck auf die Menschen, die in diesem Sterbeprozess sind. Und deshalb meine ich, ist es gerechtfertigt, ohne dass man an der Beihilfetatbestand irgendetwas ändert, auch für die Ärzte nicht, hier die organisierten Formen strafrechtlich zu unterbinden. Vielen Dank, Volker Beck. Nächste Rednerin, Annette Wittmann-Mautz.